Die Welt stand still, als Drew Chase nach einem Jahr allumfassender Abwesenheit den ersten Fuß auf heimischem Boden setzte. Als er dort neben dem Ortsschild stehen blieb und den Blick den Abhang entlang über das friedliche Panorama streifen ließ, schloss der bunte Bus in seinem Rücken die Tore und rauschte eilig davon, als wolle nicht einmal er sich allzu lange hier aufhalten. Was Drew Chase sich von diesem Ort erwartete, war eine Antwort. Er suchte etwas und offensichtlich war er zweifellos überzeugt, es hier zu finden. Hier in Grand County, einem Ort, den nicht einmal der bunte Bus aus dem Nirgendwo länger ertrug als einen flüchtigen Moment. An einem Ort zwischen den Orten, einer Kleinstadt zwischen Schein und Sein. Vielleicht war es auch das, warum Drew Chase nach seinem Jahr allumfassender Abwesenheit hierher zurückgekehrt war. Es war Hochsommer. Auf den weißen Blüten der Traubenkirschbäume den Abhang hinunter tummelten sich Insekten, sodass das Panorama nur so summte und erbebte. Als Drew durch das dynamisch webende Meer aus unschuldig weißen Blüten und friedvoll summenden Bienen den Berg hinunterschlich, hätte man ihn mit Leichtigkeit mit dem Helden eines Märchens verwechseln können, wie der erste Schein doch trügen kann. Ein Meer aus Unschuld, unschuldig zu sein, wie sich das wohl anfühlen würde. In Frieden zu sein, wie gut das wohl tun musste. Die Allee entlang schmeckte die Luft bittersüß, so wie Lügen schmecken. Vielleicht lag es an dem blühenden Traubenkirsch, vielleicht lag es auch an Grand County. Für Drew jedenfalls war es kein allzu fremder Geschmack. Bittersüß wie die Lüge, bittersüß wie der Schein. Bittersüß wie das Leben, für ihn vielleicht mehr bitter als süß. Ja, ungefähr so bitter wie langsam verwesendes Fleisch. Je weiter Drew ins Tal hinabstieg, desto dichter umfing sich seine Miene mit Dunkelheit. Den Scheinwahn, Hauptsache den Scheinwahn, nicht dass es ihm leicht gefallen wäre. Wie Mahnmale an seine Vergangenheit ragten ein Stück weiter hinten die backsteinenden Kamine der Stadt aus dem traubenkirschenden Meer der Unschuld. Als er das alte Brauhaus kurz hinter dem Stadttor erreicht hatte, war es später Nachmittag. Die Sonne stand tief und geblendet kniff er die Augen zusammen, während er das Gebäude passierte, in dem er den Großteil seiner Jugend verbracht hatte. Auf unmittelbarer Höhe des zerfallenen Gemäuers verhing sein Blick sich auf dessen geschwärzten Ziegeln. Als wollten sie das alte Häuschen in Brand stecken, zündeten seine Augen ein Feuer undefinierbarer Emotionen. Ironisch, denn tatsächlich hatte es hier gebrannt, kurz bevor Drew Grand County verlassen hatte. Mittlerweile aber hatten tiefgrüne Efeuranken die Ruine umwachsen und weiches Moos hatte sich auf die rauen Ziegel gelegt. Es wird Gras darüber wachsen, die Zeit heilt alle Wunden. Als Drews Blick an jenem Tag das alte Gemäuer berührte, da schien es fast so. Doch alles scheint, das wusste er. Gras wächst darüber, die Zeit hat es geheilt, höchstens auf den ersten Blick. Hinter der grün umfangenen Fassade lag das Gebäude in Schutt und Asche. Es zu verleugnen wäre eine Lüge gewesen, bittersüß. Den Scheinwahn, mit blicklich staubigen Scheiben den Scheinwahn. Trotz alter Spuren von Verwüstung, die die Vergangenheit hinterlassen hatte. Drew bemühte sich, das tat er. Längst hatte er das Gemäuer passiert, als sich hinter den schlierigen Scheiben ein Lichtstrahl erahnen ließ. Vielleicht schien es auch nur so und die tiefe Abendsonne hatte sich einen Augenblick lang darin gebrochen. Obwohl Drew es unmöglich hätte sehen können, verharrte er im Schritt. Als er sich zeitlupenhaft zu dem erinnerungsbehangenen Gebäude umwandte, löste ein lauer Windstoß einen Schwall weißer Traubenkirschblätter von den Bäumen, um sie über die tiefschwarze Teerstraße auf ihn zuzutreiben. Eine Weile stand er so da, umweht von der Unschuld der Traubenkirschblüten und mit dem Blick auf dem schuldschweren Schwarz der Ruine, über das scheinbar Gras gewachsen war. Man sagt, jedes Haus erzähle eine Geschichte. Das alte Brauereigebäude erzählte Drews Geschichte. Eine dunkle. Eine schwarze. Eine, die man lieber vergessen weiß. Eine Geschichte genauso dunkel und schwarz wie die in James Wan's Conjuring. Und das soll etwas heißen, denn kaum eine Geschichte dürfte an die Dunkelheit, die Beängstigung, die Schwärze heranreichen, mit der The Conjuring seine erzählt. Ein modernes, handwerklich herausragendes Studio Amityville. Eine angeblich reale Geschichte von Dämonen und Teufelsbeschwörungen. Geisterjäger, dunkle Präsenzen, Horror, Spuk. Mitten darin Oscar-Preisträgerin Vera Farmiga. Ein verdienter Oscar, denn ihre bloße Mimik erzählt am wohl dunkelsten. Die Parents führen ein beschauliches Leben in der Kleinstadt Harrisville. Eine Kleinstadt ähnlich Drews Grand County. Beschaulich, bis sich übernatürliche Phänomene häufen. Die Warrens, Experten des Paranormalen, werden in die alte Bauernstube der Parents gerufen, um sich auf die Suche nach der übernatürlichen Präsenz zu machen. Finden tun sie genug. Nicht Found Footage, nicht Paranormal Activity, nicht The Devil Inside, kein Gore, sondern klassischer Horror der alten Schule. Wenig Blut, kaum digitale Effekte, sondern subtil atmosphärischer Spuk, orientiert an den späten 70ern. Türen, die aufschwingen, Dunkelheit. Ein Lichtblitzen. Türen, die zuschwingen, Dunkelheit. Ein Streichholz, Türen, die auf und zu und auf und wieder zuschwingen, Dunkelheit. Unlokalisierbares Atmen, schwere Schritte, sich nähernde Bedrohung. Doch nichts in Sicht. Ein alter Schachtelteufel, greifbare Genrebezüge durch materielle Accessoires.
Ein bisschen von James Wan's Dead Silence, ein bisschen von seinem Haunted House Insidious. Ein bisschen zeigen, ein bisschen verstecken und die Spannung steigt ins Unermessliche. Die ruhelose Kamera verbreitet das Gefühl des Unwohlseins nur noch ein Stück. Geh da nicht hin, tu das nicht. Und doch gehen sie hin und doch tun sie es. Und dann erfüllt sich die unermessliche Spannung, das unermesslich Fürchterliche geschieht. Das hört sich klischeehaft an. Nach einem Oldschool-Thriller voll mit Horror-Klischees der 70er Jahre? Ja, Kontinuität mit dem Genre gibt es. Ja, Klischees werden aufgegriffen. Aber nicht als Klischees. Dutzende Horror-Klischees miteinander rekombiniert ergeben das Gegenteil alles Klischeehaften, ergeben etwas Neues. Etwas Gewaltiges und Fürchterliches, Beängstigendes. Ergeben einen bewussten Oldschool-Thriller mit moderner Sensibilität, mit Respekt vor seinem Genre und Respekt vor dem Übernatürlichen, Respekt vor dem Fürchterlichen. Der Bedrohung hat Wan schon aus jenem Respekt kein Gesicht gegeben und eine gesichtslose Bedrohung wird als umso bedrohlicher empfunden. Handwerklich meisterhaft, storytechnisch teilweise vorhersehbar und in der Umsetzung doch immer spannend. Man füge einen interessanten Montageprozess, einen narrativ ausgefallenen Schnitt und einen blutrünstigen Soundtrack schwerer Atmosphärik hinzu und erhält ein filmisches Meisterwerk der Dunkelheit, der Beängstigung, des subtilen Horrors. Die unbändige Angst vor dem Unsichtbaren, die Angst vor der Angst. Das ist The Conjuring und seine dunkle Satansgeschichte. Und die unbändige Angst vor dem Unsichtbaren, die Angst vor der Angst, das war es, was Drew Chase quälte, als er nach einem Jahr allumfassender Abwesenheit vor dem alten Brauereigebäude stand, vor dem Gebäude, das seine eigene dunkle, ja schwarze Geschichte erzählte.